Hans Venteberini. Hetzelfde is de Griek. Nee. Stoos Hans Hanfladeli. Ja, het Handcenter, ja. Ik zie los, ik heb bij ons als Küsse een Hanfküsse gekauft. Ja. Schlechter Stoff gewesen, den wir in dem Küsse-Überzug haben. Ja, also jetzt musst du aber genau spezifizieren, was jetzt nicht gut ist. Ist jetzt die Hanffüllung nicht gut gewesen oder das Hanfküsse? Ja, es war einfach nicht gut gewesen, oder ich penne jeden Abend auf dem Küsse und bin einfach überhaupt nicht zugesplöfft. Ist mir einfach recht schlecht eingefahren, oder? Ja, also jetzt kommt aber darauf an, was du natürlich erwartest, wenn du auf dem Küsse schlafst. Ja, ein bisschen geiles Feeling, oder? Ja, es ist eben so, also ich meine, Füße, wenn man drauf schläft, ist an die Füße gegen Asthmatiker denkt, oder? Oder scheiß Asthmatiker, ich bin einfach nicht zu gewesen. Ja, aber das ist. Aber weißt du, Füße können wir ja nicht verkaufen, damit die Leute zugehen. Ich habe es damit anzünden versucht, aber das ist einfach eine riesen Sauerei gegeben. Was mit anzünden? Was hast du Füße anzünden? Ja, aber. Das ist ja nicht, aber es ist Hanf, oder? Reines Hanf. Ja, natürlich, aber reiner Hanf. Wenn man Hanf als Genussmittel ist ja verboten. Du kannst schon nicht fressen, aber anzünden habe ich es. Ja, aber auch rauchen. Auch rauchen ist ein Genussmittel, oder? Ich habe auch Huren inhaliert, oder? Ja. Aber extrem Mühe gegeben, dass ich einfach, weißt du, gehst du mit der Schnurrenfaden gerade ins Küssen, oder? Ja. Aber easy ist einfach nicht gegangen. Ja, also man hat keine psychoaktive Wirkung, natürlich. Ja, aber hey, das hättest du mir können sagen, als ich das ich gepostet habe. Nein, oder? Aber. Jetzt habe ich mich gefragt, kann ich das Gumm tauschen gegen ein besseres Küsse, das funktioniert, weißt du? Wieso kaufst du denn so ein Küsse? Ja, wieso kaufen wir ein Hanfküsse? Eben für Asthmatiker. Dass man ein bisschen zugesplöfft ist, wenn man drauf fliegt. Nein, das passiert eben nicht. Nein, wenn doch du auf dem Hanf schlafst, dann kannst du auf dem Fall ein ganzes Hanffeld schlafen und bist nicht zugesplöfft. Das ist der Christian Handelsmann, Radio 24, verstecktes Telefon. Ja. Wow, jetzt haben sie schön dran gemacht. Nein, so ein Tag gibt es ja nicht. Jemand, der das ansenkt, das darf ja nicht wahr sein. Und es gibt ja wirklich vieles, aber so etwas habe ich nicht gehört.